Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Part und diesmal mit Pia. Und wer ist denn diesmal dabei? Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ich kann hüpfen. Ja. Jo. Jo. Wer ich bin, ne? Genau. Ich bin der Kim, mach auch Let's Plays und hab den Lego angefragt, ob ich mitmachen darf. Genau, und gerade zu der Zeit, als wir weiter aufnehmen wollten, das heißt, das Timing war perfekt. Und an die Leute, die jetzt mich auch angeschrieben haben bei YouTube und mitmachen wollten, also es waren ziemlich viele eigentlich. Ja, also, wie soll ich sagen, ich habe mir einige Kanäle angeguckt und da muss ich nochmal was zu sagen. Ich weiß nicht, ob das auch so rüberkam jetzt. Und zwar haben wir ja gesagt, das Mindestalter ist 14. Und ob das, da war ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich die Leute, also in der PN solltet ihr dann wirklich dazu schreiben, wie alt ihr seid, weil bei einigen habe ich jetzt nicht gerade geglaubt, dass sie 14 sind. Wie auch immer. Hier oben ist übrigens der Schlafraum. Also wir müssen ihm noch die Welt zeigen, weil wir haben ja bisher noch nicht so viel hochgeladen. Hier. Du kannst dir ein Bett aussuchen. Wo ist das Schild? Cookie. Ja, nee, das sind unsere. Ich glaube, das hat hier der, wie hieß er, Ralf? Ja, hat er mit abgenommen, ja. Egal. Es lohnt sich zwar nicht mehr. Huch, als wäre die Fackel da gesetzt, als geleckt hat. Ja. So, wir müssen ihm jetzt erstmal die Welt zeigen. Also du hast hier schon gesehen, das hier ist das Haupthaus. Warum steht ihr schon? Das Haupthaus besteht aus, keine Ahnung, also unten der Raum, da ist nichts Wirkliches drin. Hier oben ist das Schlafzimmer und geh mal einen höher. Da ist der Zauberraum. Da ist der Enchantment Table hier, da kommen noch ganz viele Bücher hin und dann kann man hier verzaubern. Und dann ist hier eigentlich nichts, hier ist nur der Dachboden, hier ist nichts Wirkliches. Und da kommen halt auch noch Alchemie hin, da wo der Table steht. Und ja, das ist auch so dieses Haus, das ist so gemütlich, also jetzt nicht so ein protzfettes Haus, sondern ja, nur so was Kleines. Eine schöne Hütte. Genau, hier sind dann noch die vier Öfen. Hier brennen wir immer die Sachen. Hier die Kiste, da tun wir immer mal so Sachen rein, aber wir haben noch ein eigenes Lager. So, direkt an diesem Haus, also da vorne ist der Spawn, wie du gesehen hast. Ja. Dann hier ist das Haus von außen, hier bei Tag nochmal, siehst du's. Dann gibt's hier den Garten, also den Kleingarten. Das ist eigentlich nur ja so ein kleiner Garten hier am Haus mit dran, wo wir immer mal so ein bisschen Brot und Zuckerrohr pflanzen. Warte, ich pflanze hier mal neue. So. Und dann komm mal mit, wieder ins Haus rein. Hier geht's zu unserer Mine. Ah. Die geht. Geh. Geh. Komm rein. So, die geht bis zur Diamanthöhe. Da ist unsere Diamantenmine. Die ist. Und da rechts rein geht's auch noch zum Portal, damit wir in den Nether können. Zur Hölle geht's da lang. Und dann geht's hier weiter. Guck mal, jetzt kommt erst das Coole. Hier kommt unser großes. Meinst du, ich komm hoch? Nee, nicht hoch. Hopf, hopf, hopf. Achso, da. Wohin? Hier. Ach da, hallo. Hier ist diese große Fläche, hier ebnen wir alles an. Also hier ist erstmal die Pumpkin und die Weizenfarm, die große. Die ist noch nicht fertig, wie man sieht. Hier ist die die Zuckerrohrfarm, die ist relativ groß, die ist aber auch noch nicht fertig. So. Dann geht's da hinten, das ist auch noch nicht fertig. Das ist ja alles erst im Bau, also nicht wundern. Dann kommt es hier zu den Tierstellen. Die sind halt wirklich überhaupt noch nicht fertig. Die Tiergehege, ich zeig dir mal ein fertiges Gehege. Da, wo unsere Kuh bisher drin ist. Da kommt natürlich noch eine Kuh rein und dann züchten wir hier die Kühe. Da kommt natürlich noch ein Dach drüber und so. Hier leben dann die Kühe. Hier ist die Wasserquelle für die Kühe. Und ja. Ich nenne dich Elmar. Sie heißt aber Emma. Okay. Ja, auf jeden Fall, dann kommen hier irgendwie Schweine und da Schafe oder so hin, keine Ahnung. Und jetzt kommt's zu unserem Heiligtum. Hier geht's nämlich zum Lager. Ach ja, hier machen wir die ganze Ebene, machen wir auf die Höhe. Wie du siehst, hier alles auf der Höhe, das wird alles noch ausgeweitet. Noch größer. Hier geht's erstmal zum Lagerhaus und das ist relativ gefüllt schon. Kannst ja mal in die einzelnen Kisten gucken. Da wo sind die Diamanten? Hier unten rechts. Nimm aber nichts raus, du kriegst gleich Sachen von uns. Also ihr habt zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr habt zu viel Diamanten. Ihr habt zu viel Diamanten. Nee, aber wir haben eine große Mine. Dann haben wir hier so. Ja. Kannst du ja mal angucken, hier sind relativ viele Items schon drin. Und ja. Im Gegensatz zu dem, was ihr hochgeladen habt? Genau. Das kommt halt alles noch, wie wir das farmen und so. Ach, und dann zeige ich dir nochmal was. Und zwar, da können wir in dieser Aufnahmestaffel hin. Und das zeige ich dir schon mal. Die Schlucht. Gegen den Baum. Oh.
Also die das Lagerhaus. Ach stimmt, die ist auch egal, kannst du dich hier nochmal angucken. Die Schlucht, so wie sie. Sehr lebt. Schöner Anblick. Genau. Und da müssen wir auch nochmal rein, alles ausweiten, alle Items rausholen. Und naja, auf das Lagerhaus kommt noch ein Dach rauf. Und dann müssen wir halt hier noch das Grundstück, also komm mal mit auf den Berg da vorne, da kannst du alles ganz gut überblicken. Und da sieht man auch, dass eigentlich ziemlich viel Arbeit drin steckt, denn wir haben hier erstmal das ganze Gelände abgeschaufelt, die Erde. Und dann, ja, hier von hier kann man das ganz gut erkennen. Hier vorne kommen halt die Tiergehege hin, dahinter dann die Felder und da das Haus. Und ich würde sagen, ihr beide könnt jetzt mal die Tiergehege weiterbauen. Ich mache die Farm weiter. Ja, stimmt, ein Dach kommt ja noch drauf. Ja, du baust am besten das Dach und er kann ja hier... Ich brauche eine Schaufel. Stimmt, du kannst hier, genau wie das Gehege hier, einfach zwei tief und dann alles mit Erde auskleiden. Gut. Gut. Ich mache mir eine Schaufel. Und hier fehlt noch eine Tür rein in das Gehege, oder? Oder soll man da nicht reinkommen? Wo? Da in das, bei, überhaupt, in den Gehegen. So, Also hier kannst, bei der Kuh da kannst du rein und hier auch. Ja, stimmt, schon. Hier fehlt sie. Genau. Dann mal hier eben eine rein. Ich farm mal die Pumpkins ab. Davon haben wir viel zu viele. Wo sind die Steaks? Kannst du ihm einmal kurz ein paar Items geben? Alles, was er so brauchen kann. Sticks und Eisen und so, damit er sich Werkzeuge und sowas machen kann. Ach so, ja. Wo bist du denn? Ach, im Lager bist du, okay. Ja. Hallo. Hallo. Ja, kannst du alles. Und dann bräuchten wir auch noch Seerosen, aber das können wir dann ja alles mit der Zeit machen. Also du kannst dir jetzt Cobblestone oder soll er gleich Eisen? Nimm Eisen, wir haben ja genug. Eisen haben wir ganz gut. Hier bei Erz kannst du ein bisschen Eisen nehmen. Stickies, wo ist denn jetzt da Holz? Ja, Holz haben wir auch noch. Ja. Also da kannst du dir ein bisschen was verarbeiten. Ja, und dann ansonsten, falls du irgendwas brauchst, so, dann musst du Bescheid sagen. Das findest du auch hier im Lager. Ja. Es sei denn, wir haben das noch nicht. Naja. Wir haben noch nicht alles, aber das kommt alles mit der Zeit noch und dann, ja. Ja. Im Nether müssen wir auch mal so eine Burg finden, die sind voll cool. Ja, stimmt. Die müssen wir dann erkunden und die Steine abbauen, die magst du ja so gerne. Ja. Sonst kannst du dir dann ein Haus bauen oder so. So, ich mache hier mal das Feld weiter. Es wird relativ fett hier, das Feld, fällt mir gerade auf. So, hier ist überall Stein. Naja, und ansonsten ist das hier ganz gechillt. Der letzte, der dabei war, der hat jetzt kein eigenes Haus gebaut, aber du kannst es machen, wenn wir den Rest hier so fertig haben. Also wenn wir hier erstmal so ein bisschen überhaupt was geschafft haben. Dann können wir mit den eigenen Häusern anfangen. So. Ich bin witzig, ich habe mir alles gemacht, außer eine Spitzhacke. Ja. So. Dann können wir auch eigentlich... Boah, zu dritt eine Höhlentour muss ja auch mal lustig sein. Das geht ja dann bestimmt richtig schnell. Ja, aber da müssen wir echt mal so eine richtig geile Höhle finden. Ja, die Schlucht, vielleicht finden wir da mal ein paar Abzweigungen. Ja. Obwohl, da habe ich ja auch schon mal geguckt. Also ich habe nichts gesehen. Okay. Ja, mal gucken. So, ich baue mal hier die Zuckerrohrfarm weiter aus. Also ich baue hier mal mehr Zuckerrohr an. So. Hast du einen YouTube-Kanal, den wir verlinken sollen, oder? Ja. Ja, dann kannst du ja mal sagen, was du so machst für Videos, oder? Also, ich mache Let's Plays. Ja. Wieder Lego an. Hauptsächlich, also eigentlich alles von Ego-Shootern. Ich spiele alles außer Rennspiele und Mario-Spiele. Ah, das kann ich nicht. Also bist nicht so der Retro-Fan oder? Nein. Also okay. Battlefield, Call of Duty, alles Mögliche. Ja, okay. Ja, also den Kanal, den Kanal müsstest du mir nachher einmal sagen, dann verlinke ich ihn in der Beschreibung und jetzt kannst du weiter erzählen. Was soll ich noch erzählen? Ich mag Züge. Ja. Ja, das tust du. Ja, ganz toll. Was machst du da? Mit Erde ausbreiten. Ja, Entschuldigung. Oh Scheiße, was habe ich gemacht? Ah, okay, ich habe noch einen Samen. Ich mache alles falsch. Nein, ich habe es falsch gemacht, Entschuldigung. Also mit Erde ausweiten, ja, das ist schon wichtig. Da machen wir in jedes Gehege so ein Trinkbecken zur Dekoration einfach. Ja, genau.
Und Blümchen. Das macht, achso, stimmt. Ja, stimmt. Und mit Bone Meal vielleicht so ein bisschen Gras pflanzen. Für die Schafe. Na Emma, wie geht's dir? Ja, für oder die Schafe auf jeden Fall. Wie hast du sie genannt? Ich hab's vergessen. Ich hab Emma gesagt. Ja, und er? Bella. Hattest du nicht eben noch Elma? Oder? Keine Ahnung, ich weiß den Namen nicht mehr. Ah, okay. Okay, das mit dem Gehege sieht schon gut aus. Wir bräuchten mal Tiere. Ich lock mal Tiere her. Ich hab Weizen hier. Dann guck ich mal, ob ich hier irgendwo Tiere finde. Boah, was ist das Tier los hier? Nein. Ohne Scheiß, hier sind keine Tiere. Hallo? Oh, Tintenfische! Die kann man nicht mit Weizen anlocken. Oh. Aber jetzt habe ich das Hühnchen getötet. Ich wollte es ja eigentlich mit... Ach nee, Quatsch, ich wollte ja nur die Eier von dem Hühnchen. Die werfe ich dann ins Gehege und wenn wir Glück haben, fällt da was raus. Huch. Habe ich jetzt... Ja, habe ich. Wir können eigentlich so, ja, jetzt alles Mögliche machen, worauf wir Bock haben. So Lilypads sammeln und dabei irgendwas töten und dann die Items einfach ins Lager bringen und irgendwann füllt sich ja das Lager dann sozusagen von alleine. Ah, ich hab Cobblestone bekommen. Yay. Daraus kannst du dir jetzt irgendwas bauen. Nee, warte mal. Hühnchen, können die rausspringen aus dem Gehege? Nee, ne? Die können doch nicht, nee, aus dem tiefen Loch. Dann nein. Sagen... Nee, können sie nicht. Okay, das ist doch gut, dann hol ich hier mal irgendwo... Gibt's hier eine... Ja, aber ich verhungere, Mama. Ach so, du kannst dir... Wir haben eine Futterkiste. Musst mal Papa, Lego an, bring mir was zu essen. Du kannst erstmal ein Brot haben. Oh. Dann guck ich mal... Mehr bekomme ich nicht. Brot und Wasser. Nee, warte. Hier hast du noch Brot. Da liegt's. Warte. Wo? Hier. Dein ganz persönliches Brot. Oh. Hatten wir nicht mal so viel? Ich muss mal gucken. Ja, hier haben wir noch Weizen. Also verhungern werden wir nicht, hoffe ich mal. Wo sind die Eimer? Die... Hier. So, die Trinkbecken habe ich schon mal gemacht. Ach man, die wollte ich gerade machen. Entschuldigung, aber das kann ich ja nicht riechen. So, oh, wartet mal, ich muss mal den Part beenden. Der ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten und ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.